wollen mit einer Welle dort ankommen. So, LVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen den HCL Florenz. Neben mir der Holger Winzelmann, Trainer beim HCL Florenz, allen bekannt, Nationalspieler der ehemaligen DDR. Jens Große, Trainer der SG LVB. Die erste Frage immer bei uns an den Gästetrainer. Holger, die erste Halbzeit war geprägt am Anfang von leichten Beschnuppern bis zur 2-0-Führung, die ihr hattet. Dann Führung der LVB und so ab der 48. Minute habt ihr richtig aufgedreht. Was habt ihr in diesem Moment richtig gemacht und was haben wir falsch gemacht? Na, erstmal Glückwunsch an Jens, ne, und seine Mannschaft. Ich denke, letzten Endes der Ausgang des Spiels, der Erfolg für euch war dann verdient, wenn man so das Ganze die ganzen 60 Minuten sieht. Ich sag mal, mit solcher Anzahl von Fehlern, wie wir sie gemacht haben, kann man einfach so eine klasse Mannschaft in der deutschen Oberliga oder der LVB einfach nicht gewinnen. Das geht nicht. Da sind einfach zu viele Fehler dabei. Wir haben personell ein bisschen was geändert gehabt nach dem Rückstand, 7-10 schon, glaube ich. Ja. Haben personell ein bisschen was geändert und das hat sich ausgezahlt, positiv bemerkbar gemacht, dass wir einfach ein bisschen beweglicher gespielt haben. Das heißt, ein bisschen dynamischer in die Lücken gegangen sind, die sich bei dieser offensiven Abwehr zwangsläufig irgendwo auftun, das ist klar. Und man muss sie halt ein bisschen besser nutzen, als wir es in den ersten 15, 20 Minuten gemacht haben. Das ist dann besser gelungen. Und ich denke, bis zum 21.19 war die Welt für uns noch relativ in Ordnung in Leipzig. Muss jetzt dazu fügen, dass ich natürlich wieder mal gerne hergekommen bin hier und natürlich auch mit dieser Halle alte Erinnerungen verbinde. Also wie gesagt, bis zum 21.19 war die Welt für uns in Ordnung. Aber wenn man dann in Überzahl halt es nicht schafft, Tore zu erzielen, Fehler produziert, den Gegner zu Gegenstößen einlädt, die Leipzig bekanntermaßen gut nutzen, klar, das ist eine ganz große Stärke ihres Spiels, dass sie im Tempo Gegenstoß einfach ganz kaltschnäuzig agieren. Das haben sie auch gegen uns heute wieder unter Beweis gestellt. Und dann kann man natürlich so ein Spiel am Ende nicht nach Hause nehmen. Ja, gegen Ende der ersten Halbzeit haben euch Stefan Zahno und Markus Müller dann nach vorn geschossen, wo die LVB eine etwas defensivere Deckungsvariante gewählt hatte. Das war halt nicht mal die ganz offensive 4-2. Das war dann so ein, wie soll ich es beschreiben, ein halbherziges 6-0, ein bisschen offensiver. Da saht ihr bedeutend besser aus. Wie erklärst du dir das? Jens, wie würdest du dein Abwehrsystem bezeichnen, auch nach dem Rückstand? Ich würde immer noch 3-2-1 dazu sagen. Sie versuchen natürlich immer dann, die Lücken zu schließen mit dem Nachrücken, mit dem Aushelfen. Das sieht dann halt so aus, klar, weil der offensive Spieler, wenn in die Lücke eingebrochen wird, dann den Schritt auch zurückgehen muss. Ich denke, es war immer noch eine offensive Abwehr, 3-2-1. Wie gesagt, wir sind ein bisschen dynamischer in die Lücken reingegangen, haben den Ball dann auch vernünftig weitergespielt. Das ist uns gelungen, dass wir trotz Körperkontakt dann mal den Ball auch in die Position weitergebracht haben. Der Markus ist dann, dann mit in die Lücken reingestoßen. Kompliment an den Stefan Zahno, ein ganz junger Mann bei uns, der auch kaum Spielanteile bekommt, weil er normal mit dem Sebastian Geier dann sehr, sehr guten Linksaußen vor sich hat, der mich heute so ein bisschen enttäuscht hat von seiner Leistung her. Aber der Stefan hat seine Sache sehr gut gemacht und Kompliment dafür. Ja, das habe ich genauso gesehen. Jens, jetzt an dich. Erstmal Glückwunsch von mir für den Sieg. So, die letzten 10 Minuten nochmal der ersten Halbzeit aus deiner Sicht. Warum sind wir da so eingebrochen? Ja, guten Abend. Wir sind nicht defensiver geworden, gerade in den 15, 20 Minuten. Wir haben einen Fehler gemacht, wir sind noch offensiver gewesen. Wir standen mit einer guten 5-1-Abwehr am Anfang, eine Viertelstunde lang. Dann sind wir immer offensiver geworden, dann war es eine 3-2-1. Dann hat wirklich nur noch jeder gegen jeden gekämpft. Dann war keiner mehr da, der ausgeholfen hat. Dann ist dann natürlich, wenn jemand in die Lücken reinstoßt, mit unheimlich viel Tempo schwer, dann diese 3-2-1-Abwehr aufrechtzuerhalten. Es hat kein Übergeben, Übernehmen mehr stattgefunden. Es hat einfach jeder für sich gekämpft. Und das war dann auch die Ansage in der zweiten Halbzeit, dass wir wieder in unser 5-1-System zurückgehen, wo wir wirklich aggressiv, defensiv gut stehen wollten. Das ist uns hervorragend gelungen in der zweiten Halbzeit. Ich sage, das war nicht leider das Spitzenspiel, was wir uns vielleicht gedacht haben. Wir haben 45 Minuten guten Handball gesehen.
von meiner Mannschaft aus, Viertelstunde, muss ich sagen, war nicht so glücklich für uns. Aber ich sage, Dresden ist nicht irgendein Laufkunde, das ist eine gute Mannschaft. Sie haben selber hervorragende Spieler. Sie stehen sehr aggressiv in ihrer 6-0-Abwehr und das wussten wir. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einfache Tore, wir brauchen die erste Welle, wir brauchen die schnelle Mitte. Und das ist gerade auch in der Ende der ersten Halbzeit hat es nicht mehr stattgefunden. Es gab keine schnelle Mitte mehr. Wir haben dann zwei Mann gewechselt. Das war einfach zu viel, wenn man aggressiv nach vorne stoßen möchte. Und das haben wir dann einfach in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und deswegen sage ich auch, haben wir dann zum Glück wirklich aus den drei Minus und drei Plus gemacht. Und das ist optimistisch auch für die Zukunft. Aber man sieht auch, dass wir große Schwierigkeiten kriegen, wenn eine Mannschaft, die sehr robust ist, in ihrer 6-0-Abwehr spielt, dann müssen wir uns schon was einfallen lassen. Und das ist leider nicht so gelaufen, wie wir das die Woche trainiert haben. Aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, einfache Tore zu machen, das hat man Dresden uns heute gegeben. Dadurch kommen auch die Emotionen hoch. Dadurch sind wir dann vielleicht durch die rote Karte auch noch mal ein bisschen aufgewacht. Da waren die Emotionen noch stärker. Und dann war es vielleicht ein Knick für Dresden, aber wir haben dann unsere Sache aus meiner Sicht dann mit diesen aggressiven 5-1-Abwehr hervorragend zu Ende gespielt und auch verdient gewonnen. Danke Jens. Körpersprache und Frische heute wieder da. Das, was ich im letzten Heimspiel vermisst hatte, diese aggressive Körpersprache heute, die Spieler, sie haben selbst beim Jubeln war es mitreißend, es war für das Publikum wieder mitreißend. Was habt ihr in dem Moment jetzt der Mannschaft gesagt und wie habt ihr trainiert, dass auf einmal jetzt die Freude wieder da ist? Ja, die Freude ist eigentlich nie da, weil wir viermal die Woche trainieren. Wenn es natürlich dann von Erfolg gekrönt wird und wir auch erfolgreich Handball spielen, dann kommt so langsam die Freude auf von der Woche, wie man trainiert hat. Aber ich glaube, dass sich die Jungs in der Woche mich nicht leiden können. Aber das müssen sie auch nicht. Am Wochenende müssen sie mir das einfach zurückgeben. Und wenn das eben so, wie es jetzt eben läuft, dass wir erfolgreich Handball spielen, dann können sie mich ruhig hassen, aber entscheidend ist, dass wir laufbereit sind, dass wir unsere Kombination zu Ende spielen, dass alle, egal von den 10., 11., 12., 13. Mann, jeder seinen Anteil kriegt zurzeit, weil wir eben wirklich das Glück haben, aus dem Vollen zu schöpfen. Und das befriedigt mich als Trainer auch sehr gut. Aber trotzdem müssen wir dann nächste Woche wieder auf den nächsten Gegner schauen, obwohl wir spielfrei haben. Aber trotzdem, wir müssen uns das genauso hart erarbeiten wie Dresden, uns fällt es nicht zu. Wir müssen was tun dafür. Und wir werden auch weiterhin unser Bestes geben. Ja, das denke ich doch. Holger, wird deine Mannschaft dich die nächste Woche... Danke. Holger, wird dich deine Mannschaft die nächste Woche auch nicht leiden können? Weil du jetzt etwas stärker durchziehst? Oder siehst du die Leistung deiner Mannschaft als optimal an? Als das Leistungsvermögen, was sie hat? Oder sagst du, hier wurde an einigen Stellen geschlampt, geschludert, ähnliches? Also... Bei mir ist es momentan ein bisschen anders als beim Jens. Also er kann aus dem Vollen schöpfen. Ich hatte die Woche 5-6 Feldspieler zur Verfügung, nur einen Torhüter. Der Rest erkrankt, verletzt, beruflich unterwegs. Also es war eine ganz, ganz blöde Geschichte zum Trainieren. Taktisch war kaum was vorzubereiten. Es fehlten immer ein, zwei Spieler, die vielleicht wichtig wären. Insofern muss ich mir einfach überlegen, wie ich das Training dosiere. Es gibt aber schon den einen oder anderen Spieler, den ich sehr kritisch sehe, von dem ich mir einfach auch mehr erwarte. Der Verein, die Mannschaft auch mehr erwartet, der auch die Spieler, die auch gesund sind, einsatzbereit sind, auch die Woche über im Training. Insofern muss ich das schon differenzieren, muss auch differenziert rangehen und sagen, okay, die Spieler, die jetzt krank waren und trotzdem sich heute dort reingeschmissen haben, die verletzt waren und so weiter, die haben dem LVB einen großen Kampf geliefert, taktisch nicht klug, sonst wäre vielleicht mehr möglich gewesen, aber sie haben sich zumindest mit Herz reingeschmissen und da gibt es den einen oder anderen, dem ich das so ein bisschen abspreche heute und insofern werden wir sicherlich differenziert dann auch die nächsten Wochen dann angehen. Müssen wir auch mal schauen. Ja, ganz gewiss nicht den Danny Mertig. Also für mich hat er gekämpft wie ein Löwe heute. Ja, auf jeden Fall. Also Danny ist einer, der immer einsatzbereit ist. Der auch weh. Der hat das Problem, dass er in der Woche auch mal nicht da ist, weil er im Schichtdienst arbeitet. Ich weiß nicht, Jens hat vielleicht auch ähnliche Probleme, kann ich nicht beurteilen. Der ist im Schichtdienst nicht da. Unser anderer Rechtsaußen, Martin Kaiser, halt krank schon die ganze Woche.
Und sah zuerst aus, als ob Danny auch nicht könnte. Und da habe ich herzenshalber auch schon mal überlegt, ob ich noch eine Spielberechtigung habe. Aber das war dann nicht notwendig, denn ich konnte noch seinen Dienst tauschen. Aber das ist einer von denen, die geben schon Gas und die wollen auch. Manchmal ein bisschen unglücklich, wenn ich an einen Heber denke. Ich glaube, der war in Überzahl, der dann halt an den Pfosten geht. Aber gut, das ist so, das passiert halt. Und ja, er gehört zu denen auf jeden Fall, die immer 100% geben. Danke, Holger. Eure nächsten Gegner, euer Saisonziel. Noch als letztes. Ja, das muss ich jetzt mal, ich muss mir die Tabelle nochmal anschauen und die Spielergebnisse und das, was noch an Spielen kommt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, so spontan nach dem heutigen Spiel, würde ich sagen, Platz 3 sollte irgendwo für uns das Ziel sein. Dann hätten wir mehr erreicht, als wir vor Beginn der Saison erwartet hatten. Ja, ich glaube Platz 3 ist ein realistisches Kampfziel für uns und da müssen wir uns schon ganz schön anstrengen. Jedes Spiel eigentlich in dieser Liga ist mittlerweile sehr schwer. Mannschaften haben sich auch wieder gesteigert, haben zu einer Form gefunden. Ich denke an Wolfen. Freiberg gegen Radis. Ja, Freiberg Radis. Wolfen, die jetzt ganz stark geworden sind. Übisfelder hat Linde dort abgeschossen gestern. Also es sind schon auch Mannschaften, die ein Niveau im Vergleich zur ersten Halbzeit zugelegt haben. Und wir haben noch eine ganze Menge Naumburg-Stößen, ja, wenn ich daran denke. Ne? Wir müssen nach Naumburg, wir müssen nach nach Ronneburg müssen wir müssen nach Freiberg in Stadt. Also wir haben noch genügend Spiele, in denen wir erstmal unsere Qualität und unsere Leistung unter Beweis stellen müssen. Und da sollte Platz 3 für uns so ein realistisches Kampfziel sein. Denke ich auch. Euer nächster Gegner noch. Wer ist das? Das ist dann Hermsdorf zu Hause. Ja. Da werden so ein bisschen Erinnerungen an das Hinspiel wach. Dort haben wir sehr unglücklich mit einem Tor verloren. Auch in der Situation zum Schluss, wo man sich streiten würde. War ein ähnlich knappes Spiel. Bisschen knapper als heute. Heute war es letzten Endes schon relativ deutlich. So letzten 5-6 Minuten, denke ich mal, schon. Und darum geht der Sieg auch absolut in Ordnung. Obwohl es immer hätte kippen können, denke ich mal. Also es war nicht sicher. Ja, bei 25-27 haben wir die Möglichkeit zum Gegenstoß. Genau. Was machen wir? Lassen den Ball fallen, schlechtes Abspiel, was auch immer. Und machen halt dann nicht zumindest mal den Anschluss, somit dass die Geschichte vielleicht noch mal spannend werden könnte. Das ist ja immer so ein bisschen auch konduktiv und keine Frage. Aber zumindest haben wir einfach, wir haben in den entscheidenden Phasen eben die Fehler auch gemacht, haben nicht die Qualität gespielt und Jens, euer Team einfach hat das die Qualität einfach dann doch irgendwo höher gehalten und das hat sich dann letzten Endes ausgezahlt. Danke, Holger. Jens, noch zwei Worte zu unserem nächsten Gegner. Spielfrei. Ja, und dann danach. Auswärts in Ziegelheim, glaube ich. Auswärts in Ziegelheim. Heiße Kiste, ne? Ja, ich weiß. Heiße Kiste in Ziegelheim. Da erinnere ich mich auch noch an das Heimspiel gegen Ziegelheim. Ich dachte, da sollten einige mitfahren, das wird nett dort. Ich bedanke mich, LVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen den HCL Florenz. Holger Winselmann, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine schöne und gute Heimfahrt. Jens, ich wünsche uns viel Erfolg für den Rest der Saison. Und wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Heimspiel. Macht's gut, tschüss.